JTM Insider Part 2. Eine weitere Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, wenn ich erzähle, dass ich bei Germany's Next Topmodel teilgenommen habe. Stimmt es, dass so viel gestritten wird oder wirkt es nur so, weil die Sequenzen entsprechend zusammengeschnitten werden? Ich kann nur für meine Staffel sprechen und auch nur für den Zeitraum, als ich noch dabei war und noch nicht rausgeflogen bin. Ich finde, in meiner Staffel wurde schon sehr viel gestritten. Es ist kaum ein Tag vergangen, wo nicht irgendein Streit oder irgendeine Zickerei aufgekommen ist. Aber wir hatten natürlich auch andere Umstände. Bei uns war ja einfach die Corona-Staffel. Das heißt, wir wurden sehr viel gefilmt, 24/7. Und es wurde somit auch alles eingefangen. Und ich finde, dadurch war die Anspannung auch nochmal anders, weil wir natürlich nicht in einer anderen Location waren, wo man vielleicht nach draußen konnte, wo ein Pool war oder wie in den anderen Model-Villen oder Model-Apartments, dass man dort auch mal Auslauf hat, sondern wir waren einfach in den vier Wänden, Corona eben geschuldet. Da kann die Produktion auch nichts für. Aber ja, ich glaube, das hat auch schon dazu beigetragen, dass einfach mehr Streit vorhanden war.